Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zuerst, ich interpretiere den Beitrag der AfD-Vertreterin so, dass die AfD niemals in Zukunft Stiftungsbüros im Ausland eröffnen wird. Ich finde, das ist ein Gewinn für die deutsche Außenpolitik. Bleiben Sie bitte dabei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am 11. September 2014 hat Frank-Walter Steinmeier als Außenminister hier die Rede zum Haushalt gehalten. Und er hat damals in seiner Rede den Satz geprägt, der oft zitiert wurde, die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein. Und diesen Satz hat er gesagt unter dem Eindruck der Krisen in der Ukraine, die Krim-Krise, der Kriege im Irak und in Syrien. Was er damals eben noch nicht wusste, ist, was alles noch kommen würde. Er wusste nicht, dass eine Woche später die dramatischen Ereignisse in Kobane einsetzen werden. Er wusste noch nicht, dass ziemlich genau ein Jahr später der kleine dreijährige kurdische Junge Alan Kurdi tot am türkischen Strand angespült wurde. Der kleine Junge, der eigentlich zum Symbol geworden ist für die massenhafte Flucht von Menschen aus Not und Elend. Er wusste noch nichts von den Terroranschlägen in Nizza, in Paris, in Berlin, die 245 Menschen das Leben gekostet haben. Er wusste noch nichts von der Wahl von Trump, vom Brexit, von den Putschversuchen der Türkei. Und all das zeigt ja, es ist nicht besser, sondern es ist alles nur noch schlimmer geworden. Und wenn ich mir dann den Haushalt hier anschaue und die mittelfristige Finanzplanung dazu nehme, dann macht mich das eben etwas sprachlos. Weil das Außenministerium ist das einzige Ministerium von allen, die hier gekürzt werden, und zwar 3,8 Milliarden Euro gemessen an dem, was 2017 zur Verfügung stand in den nächsten Jahren. Das einzige Ministerium. Und ich verstehe das nicht. Ein Bundesfinanzminister SPD rasiert das Ministerium des SPD-Kollegen im Auswärtigen Amt. Der Kuchen wird größer, aber es gibt nichts ab, es gibt nicht mehr, sondern sogar noch weniger. Und derweil türmen sich die Probleme vor unserer Haustür. Es ist mehrmals angesprochen worden, heute schon, der Ausstieg der Amerikaner aus dem Atomvertrag mit dem Iran oder, was wir in den letzten Tagen alle in den Medien beobachten konnten, die Auseinandersetzung Palästina-Israel, ein Konflikt, der uns immer wieder hier beschäftigt, am Rande des Jubiläums 70 Jahre Israel. Und da, genau bei diesen Sachen, müssen wir uns einbringen. In unserem eigenen Interesse müssen wir uns da einbringen. Die Frage ist natürlich aber auch, wie können wir uns da einbringen? Und insbesondere, wenn man sich den Konflikt in der Ost-Israel-Palästina betrachtet, so muss man sich doch mal die Frage stellen. Dieser Konflikt dauert seit 70 Jahren an. Und seit 70 Jahren, müssen wir konstatieren, haben wir keinen Erfolg auf diplomatischem Wege, dort zu einer Lösung zu kommen. Und deshalb sei die Frage gestattet, ob unsere Konzepte und Instrumente immer die richtigen sind. Wenn ich mir anschaue, dass wir zum Teil selber bilateral, aber eben auch viel über UN-Organisationen massenweise Infrastruktur in Palästina mit aufbauen, also Schulen, Krankenhäuser und so weiter, was wichtig ist, und aber gleichzeitig damit auch Schulbücher finanzieren in Palästina, in denen zu Hass gegen Israel aufgestachelt wird, in dem eben keine Gedanken enthalten sind, die für Völkerverständigung eintreten können, wo eben nichts getan wird dafür in den Schulen, im Unterricht, dass eine Annäherung zwischen Israelis und Palästinensern geben könnte und wo wir indirekt natürlich auch daran beteiligt sind, weil wir Freiräume schaffen, dass in Palästina leider ein System von Märtyrerrenten existiert. Dann muss man fragen, sind das die richtigen Instrumente? Bei allen guten Absichten haben wir meines Erachtens die falschen Instrumente in dem Bereich, weil wir damit auch Konflikte zementieren. Die Lösung kann aber nicht das sein, was die Amerikaner jetzt machen, sich einfach zurückzuziehen aus der Finanzierung. Weil wenn die Amerikaner sich aus der Finanzierung der Schulen zurückziehen, wissen wir ja, was passiert. Es gibt neue Träger, und ob die neuen Träger der Schulen bessere Schulbildung anbieten als die alten, sei dahingestellt. Nein, wir brauchen mehr sehr gutes Personal, wir brauchen eine auskömmliche, gute Finanzierung und wir brauchen neue Konzepte und Instrumente, um uns dort in diesen Konflikten engagieren zu können. Und das ist aber mit diesem Haushalt leider nicht möglich. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Leutert. Als nächstes für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Ekin Deligöz.